Ja! Akzeptabel aus. Nein! Du blödes Auto! Ich wollte nur dem Tor ausweichen. Nein! Das darf nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht, ey. Noch einmal, bitte. Ja, ja, ja! We are done! Nein, nein, nicht ganz. Jetzt sind hier immer noch diese blöden Autos. Aber wir versuchen uns zu konzentrieren, dass wir die nicht rammen. Wenn ich ziemlich gebäudenah mich bewege, dürfte es gehen. Oder hier drauf. Denn jetzt haben wir genug Zeit. Wenn mir jetzt noch so ein Schlüsselfehler passiert, ey, dann drehe ich sowieso durch. Aber sieht doch gut aus momentan. Ich kann mich gar nicht beschweren. Damit haben wir die Bronzemedaille. Der Pool ist geöffnet. Jetzt muss ich auf die andere Straßenseite, ne? Okay. Schauen wir mal, ob ich vielleicht hier das besser überquere. Kamera bitte. Ah, da ist noch ein Gebäude am Rand. Noch ein bisschen. Diese zur Seite stehenden Gebäude mit diesen Zacken drauf darf ich auch nicht berühren. Oh Gott. Aha. So. Das ist okay. Rüber. Ja, jetzt läuft's mal. Silber. Ja, 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 ja. Oh Gott. Ich hasse Zeitdruck. Ich muss mich beeilen. Gott, das wird jetzt so knapp. Das wird jetzt so verdammt knapp. Nein! Nein! You got to be serious shitting me! Nein! Jetzt hatte ich es über diese blöden, bei diesen blöden Autos vorbeigeschafft und dann ist mir die Zeit abgelaufen, ey. Aber ihr seht, ich habe schon ein bisschen mich verbessert. Hey! Wer sagt's denn? Bei einer Mühe los. Wisst ihr was, wir machen jetzt einfach das Ganze einfacher auf den Dächern, sich vorzubewegen. Beinahe mühelos rübergekommen. Übung macht den Meister. Jetzt müsste ich nur wieder da auf die Dächer drauf. Nicht so weit, sonst ramme ich versehentlich eins der Gebäudeteile, die ich nicht färben will und darf. Oder ich ramme versehentlich eins der Autos. Das wäre auch nicht gut. Leider gibt es keine Stelle, die hoch genug ist, um... Oh, das war knapp. Um auf den Dächern die anderen Gebäudestücke einzufärben. Deswegen müssen wir... Wow, das war zu knapp. Deswegen müssen wir so vorlieb nehmen. Oh, ich stotter jetzt schon. Vor Aufregung. Ich stehe spannend! Wow! Habe ich mich eben beinahe voll vor diesem Auto da erschrocken. Dabei ist das gar nicht Joe and the Grudge, wo ich mich erschrecken sollte, ne? Yes! Yes! Bams in your face, wir haben es geschafft. Jetzt sind mir diese Autos auch scheißegal. Und wir machen den Abgang! In dein Gesicht! Kriegt den Farben als neuer Film. Okay, wir gucken uns die ganze Bonusgalerie nach diesem Let's Play an. Jetzt gehen wir erstmal weiter zum Chromadam. Viertes Level, dann haben wir ein Drittel des Spiels geschafft. Wir hatten... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich weiß gerade die Reihenfolge nicht mehr. Das war Level 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir jetzt euphorisch, jawohl. Oder? Warte mal. Wirklich? Ja, das war Level 1. 2. 3. Jo.
Okay, wir gehen mit Gerecht ins Gefecht. Blobs nur unterwegs. Und da schießt jemand auf ihn. Das sieht aus wie ein... Und sieht aus wie ein Tintenfüllfederhalter oder sowas. sieht aus wie Seesternen aus Tinte. Ja, eine neue Gegnereinheit kommt also wieder dazu. Der Krumme und mein Meisterwerk der Bowling-Architektur. Jetzt haben die Tinte das komplette Beck mit Tinte gefüllt. Mir fehlen die kleinen Fischlis. Sofort zurück an die Arbeit! Heute enthüllte Genosse Schwarz eine Waffe für seinen Krieg gegen die Farben. Hahaha, überrollt sie, zerquetscht sie! Ziel erfasst. Oh shit. Hat jemand Biff gesehen? Tja, und damit wird die neue Waffe vorgestellt von den Tintis. Ihr seht, ziemlich tintig sieht es hier auch gleich aus. Unser Ziel ist hier die Geister auf irgendein Mädchen kommen. Ich habe aber schlechte Nachrichten. Biff wurde gefasst und wird jetzt gefangen gehalten. Wir müssen einbrechen und ihn befreien. Und wir machen einen auf Prison Break. Michael Scofield als The Blob. Das heißt... We break the law, never was completely wasting. Wie schön schief und falsch ich singe, das ist herrlich, ne? Oh, ist das nicht schön, diese schönen günstigen Yucata-Pflanzen. Ne, mein Liebchen, was heißt du wieder für eine Daniel da hier? Was ein Quatsch. Okay, bevor wir uns jetzt weiter vorwagen, wollte ich hier halt den Startbereich schon mal vorbereitend einfärben. Allerdings haben wir jetzt hier ein bisschen das Problem, dass wir uns nur sehr vorsichtig vorwärts begeben können. Wie ihr seht, aber leckt hier nur Tinte irgendwo raus. Blab, wir müssen Baby befreien. Wir haben also gleich am Anfang wieder eine, rollartige Aufgabe, nur von ein paar Sekunden. Oh, wieder diese blöden Hitzenplatten, wie ich sie hasse. Wo geht's weiter? Ach, da drüben. Oh, jetzt brauche ich aber Schwung! Und Badabams! Haben wir das geschafft? Gleich mal die Zeit dazu geholt. Aber ich springe jetzt trotzdem darüber, weil ich nämlich hier noch aufräumen will. Und da ganz oben diese Tinte müsste ich auch noch irgendwie loswerden. Aber färben wir erstmal hier ein bisschen nebenher alles ein. Nur aufpassen, dass ich da nicht reinfalle, weil ich weiß nicht, wo es hier in der nächsten Nähe Wasser gibt. Dude, das war knapp. Okay. Machen wir dieses Gebäude komplett lila. Und haben den ersten Block und damit auch die ersten Graulinge befreit. Versuchen wirklich alles, dass wir hier nicht reinkommen. Oha. Ja, ihr werdet braun. Ich hab euch alle angeschissen. Das ist eine Ampel gewesen, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Ist halt schon lustig, wie hier überall in allem die Farben fehlen. Ah, kümmert mich momentan noch nicht ganz. Es ist mir ein bisschen zu riskant, dieses Schild jetzt einzufärben. Wir wollen aber die Gefängnismauer noch anmalen. Vielleicht aber ist das keine gute Idee, von der Seite das zu machen. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Kriege ich die Ampel auch? Ja, haben wir schon mal wieder eine Ampel. Dann müssen wir uns jetzt wieder nach oben begeben, damit wir überhaupt was machen können. 1, 2, 3 und Schwung! So, was haben wir denn hier Feines? Was, die Propagandatürme hier in Chroma City gesehen? Ah ja. Auch hier ist wieder ein Propagandaturm, den wir umwandeln dürfen in eine Radiostation, damit die Insassen auch mal ein bisschen Musik haben. Denn, ja, die Insassen, die da momentan drin sitzen, die normalen Baulinge, werden dann gegen Tintis wieder ausgetauscht. Und... Das ist ja auch eine Sporthalle oder was ist das geworden? Naja, Aufgaben verfügbar.
Da unten ist schon das Gefängnis, aus dem wir Biff befreien wollen. Aber ich will mir das jetzt vorher angucken, was ich hier gemacht habe. Kamera. Wow, wie die überhaupt nicht mitkam. Epiker Fail. Ah, da oben ist eigentlich noch ein Gebirgestück, aber das brauche ich ja nicht unbedingt. Ich färbe jetzt erstmal hier noch die Straße ein bisschen ein. Ich will es mir trotzdem jetzt an. Warte mal. So. Gucken wir es uns doch mal an. What the hell is this? Sieht aus wie ein Cupcake-Haus oder sowas. Naja, ist mir jetzt mal egal momentan. Darum kümmern wir uns dann immer noch. Kann ich mir immer noch angucken. Jetzt kleckse ich erstmal hier draußen noch ein bisschen rum, damit hier auch wieder Farbe reinkommt. Bevor ich die nächste Aufgabe vom Prof erledige. Und die selbst nicht an die frische Luft kommen, wenn da so ein bunter Blob herumrollt und die stattdessen erstmal befreit werden müssen. Weiß ich auch nicht, aber das ist halt die Logik dieses Spiels, ne? Meine Logik ist unbestreitbar. Meine Logik. Okay. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie auch noch dann darüber und reinkomme in das Gefängnis. Vorher mache ich aber hier erst nochmal ein bisschen einen Fund, was ich gerade so unterwegs hier finde. Ja, ihr wisst ja immer, wenn ich so normal die Level durchspiele, genieße ich sie ja. Weil beim Zeitrun ist ja da keine Zeit für. Oh, oh, zweimal Zeit hintereinander, das klingt total eben. Attacke auf die Killer-Tintis! Oh, die haben aber schön fette Uhren hinterlassen. Das macht hier Werbung für den Tintendamm. Daraus machen wir Werbung für den Chromadamm. Sieht es doch gleich viel schöner aus. Oder nicht? Okay, was haben wir denn hier drüben noch? Noch mehr Wände und rote Bäume. Die ausgefallene Herbstkollektion von Karl Lagerfeld. Also bitte, ne? Also bitte, ja, also bitte. So. Lala! Gleich springt Jackie Chan noch um die Ecke und ruft auch Halla! Ich wollte erstmal nur so rundherum, die dumm einfärben. Da hinten habe ich gerade noch ein Muster kurzzeitig erblickt. Aber. Nein, nicht hängen bleiben. Hier oben haben wir nämlich ein bisschen Punkteboost. Und wir haben auch den ersten Transformator erwischt. Beziehungsweise freigeschaltet. Na, da können wir uns ja auch noch gleich drum kümmern. Ich meine, nach diesem Level kommt ein richtig cooles, dass ich mich dann schon freue. Ah, Mist. Das sind noch Baulinge, die ich da noch befreien kann. Das Gefängnis wollen wir ja gleich umfärben. Nein! Ich hasse diese verdammten... Blub. Ich hasse diese verdammten Hitzeplatten. Okay. Machen wir erstmal hier. Bada 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 bada.